Also, dass es anstrengend ist, ist sicher auch ein Vorurteil. Also, es ist lustig, es gibt dieses Vorurteil, das ist mir zu fad, und es gibt das Vorurteil, es ist anstrengend, ja. Und da muss ich sagen, das stimmt deshalb beides, weil einfach so viele unterschiedliche Stile gibt. Es gibt Stile, die sind halt echt fad, und es gibt Stile, die sind halt echt anstrengend. Und da muss man sagen, das ist halt alles Yoga, und es stimmt auch, und es kann so unterschiedlich sein, je nach deiner Verfassung, je nach Lehrer, je nach allem. Ja, im Sommer ist auch anstrengender als im Winter, also ist klar. Ja. Ja. Weil du sagst anstrengend. Ich habe beim Laufevent in Kalifornien einen Typen kennengelernt und der hat auch ein Yoga-Studio eben und auch so Zoom- oder YouTube-Programme. Ja. Und der macht, da bin ich jetzt die letzten Monate dann auch natürlich drauf gestoßen, der macht so Yoga for Athletes. Also ist praktisch ein Triathlet und ich glaube sogar Ironman hat er gemacht. Und der macht eine knappe Stunde. Und das ist schon, also ich probiere ja auch gewisse Einheiten zu machen, oft so 12 Minuten, eben wenn's knapper ist am Tag, 20 Minuten oder so, habt ihr verschiedene Channels und Cool, Quellen. super, ja. Aber eher dann teilweise am Sonntag mache ich dann das, weil ich mir halt extra Ja. Zeit nehme. Aber nach dieser knappen Stunde, 50 Minuten oder so, da bist du wirklich fertig. Also Bist der fertig, super. gibt schon auch Gas, ja. Und ich glaube, dass da auch dieses Vorurteil vielleicht ist zu sagen, na, das ist da eben mit diesen Räucherstäbchen und da kommen alle und verbiegen sich irgendwie. Aber das tut dem Körper schon gut und ist, wie gesagt, vom Unternehmer, vom Schreibtischhocker bis zum Ironman-Athleten, ist da, Genau, ich glaube ich, glaube, man für alle muss was drinnen. deinen, musst, du darfst deinen Lehrer finden. Und das ist es, ja. Je nachdem, also ich zum Beispiel arbeite gesundheitsorientiert. Und das ist halt dann für die eine Person anstrengender und für die andere nicht. Da kommt es einfach darauf an, wo du gerade stehst. Und das wird auch nicht gewertet. Ich lade dich gerne mal ein, mach mit, bitte, wenn du magst, würde ich mich sehr freuen. Also bei den Zoom-Klassen.